Hey. Kann ich dir irgendwie... Ich helfe dir gerne. Na, wie geht's dir, Curry? Es ist eine Freude, mit dir zu reisen. Ich spüre, dass wir etwas bewegen können. Das war alles. Wenn du das sagst... Sie haben große Anstrengungen unternommen, um diesen Ort zu schützen. Den Anzug kenne ich. Du gehörst zu denen, die unter der Erde leben. Mit dem Schutz der Leute kann man viele Kronkorken verdienen. Hey, Lucas. Meine Rüstung haben schon viele Ödländer gerettet. Das scheint mir ein guter Platz zum Ausruhen. Klar, ich schau's mir an. Ich habe einen großen Vorrat. Du hast die Wahl. Ich suche nach Aufträgen. Hallo. Unglaublich, dass Kessler diese Stadt am Laufen hält. Bringt den Karawanenbossen und den Raidern. Tja. War mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ich werde dich weiterempfehlen. Der Markt ist das weiße Gebäude mit den schicken Säulen. Da handelt immer irgendjemand. Bunker Hill ist wie ein zweites Zuhause. Was kannst du heute anbieten? Der einzige Ort...
denen die Karawanenleute zusammenkommen. Ich arbeite gerade an einem Slogan für die Klinik. Wie klingt, der Doktor ist da, der Schmerz ist weg. Könnte aber ein falsches Werbeversprechen sein. Naja, also, was gibt's? Ja, schau mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. So, und jetzt beschreib mir die Symptome, eins nach dem anderen. Das war's. Dann ab mit dir. Entschuldigung. Ich sollte mir das besser mal ansehen. Unterwegs wirst du nicht auf allzu viele Ärzte treffen. Ich brauche ein paar Vorräte, Doktor. Okay, aber übertreib es nicht mit den Camps. Hey, kann dich zusammenflicken. Der beste Doc und Tierarzt in der Gegend. Desdemona. Okay, dann mal los. Okay, dann mal los. Tüftelturm ist an was dran. Ich hoffe nur, es läuft besser als beim letzten Mal. Gut. Und jetzt sei vorsichtig. Carrington! Hier hat man ja gar keine Ruhe mehr vor schwer bewaffneten Kämpfern. Ich nehme an, die Sache mit H-222 wurde erledigt? Natürlich. Aber es gibt noch mehr, was getan werden muss. Seit dem Untergang des Switchboards haben wir den Status aller Unterschlüpfe bis auf 2 ermittelt. Ich möchte, dass du nach Augusta schaust. Die Unterschlüpfe sind ebenfalls in Schwierigkeiten? Ich dachte nur, der Switchboard sei angegriffen worden. Ah, das Institut hat sich nicht damit begnügt, nur unsere Basis zu zerstören. Nein, sie haben parallel dazu alles angegriffen, was uns wichtig ist. Die Unterschlüpfe Herkimer und Allen haben wir definitiv verloren. Viele befürchten, Augusta ebenfalls. Erzähl mir mehr über Augusta. Genaueres erfährst du am toten Briefkasten. Sei vorsichtig. Es kann sehr gut sein, dass dich etwas Übles erwartet. Carrington! Ich schätze, du bist hier, um dich verarzten zu lassen. Dann schauen wir doch mal, was heute los ist. Ich könnte ein paar Vorräte gebrauchen. Mal sehen, was ich entbehren kann. Ich könnte davon wohl auch was tragen. Willst du mich wieder dabei haben? Ich muss zugeben, es war ziemlich ruhig ohne dich. Gibt's was Neues?
Tratsch und Modetipps überlasse ich lieber den anderen. Toms Quiz, wie finde ich den idealen Partner, ist da besonders zu empfehlen. Können wir ein paar Sachen tauschen? Hebst du ab oder zahlst du ein? Dez hat mir erlaubt, meine Atmosphärensensoren aufzustellen. Endlich kann ich beweisen, dass das Institut Terraforming im Commonwealth durchführt. Was sagst du jetzt, Carrington? Warum sollte das Institut Terraforming am Commonwealth durchführen? Das geht zurück bis zum Großen Krieg. Wer hat die erste Atombombe gezündet? Das Institut. Die haben den ganzen Krieg angezettelt, um alle außer ihren eigenen teuflischen Wissenschaftlern zu töten. Aber was hat das mit Terraforming zu tun? Alles, Mann. Die Menschheit hat nämlich nicht wie geplant den Löffel abgegeben. Wir sind noch da. Also erster Schritt, künstliche Menschen, die infiltrieren, spionieren und die nötige Unmenge von Technologie beschaffen. Und sobald sie alles haben, was sie brauchen, kaboom! Dann schleudert der große Atmosphärenkonverter im Blake Tower Gift in die Stratosphäre, das uns alle umbringen wird. Erzähl mir mehr darüber. Also, mein Sensor, ich nenne ihn Mila, muss hoch oben sein. Richtig hoch. Des hat mich gezwungen, Kameras und anderen Low-Tech-Mist daran zu montieren, damit sie den Weg der Freiheit beobachten kann. Den Mist kannst du wegwerfen, wenn du willst. Als könnte, du weißt schon wer, keine gewöhnliche Kamera überlisten, klar? Wir brauchen Kameras, die den Weg der Freiheit beobachten? Ich habe die Wegmarkierungen und die Parole selbst entwickelt. Wenn uns also jemand suchen kommt, tada! Schon eine Meile vorher gesehen. Klar, die Kameras könnten eine kleine Versicherung sein. Aber es ist deutlich wichtiger, die Wahrheit über den tatsächlichen Plan des Instituts herauszufinden. Ich habe den perfekten Ort berechnet. Bau Mila auf und lass sie süße Daten für uns sammeln. Dickens Quote ist Brauchst die beste. Du irgendwas? Von ihm könntest du viel lernen. Was hast du denn vorrätig? Kommt auf unsere aktuellen Ressourcen an. Wir haben alles verloren, als im Switchboard die Lichter ausgingen. Hoffentlich findet ihr Agenten weitere Vorräte, dann können ich und meine Jungs noch mehr Spielzeuge bauen. Willst du sehen, was ich hab? Zeig mal, was du da hast. Ich hab neuen Krimskrams für dich gebaut. Pam will dich sprechen. Sie hat mir erklärt, warum, aber ich hab's nicht verstanden. Pam! Bestätigt. Agent Volltreffer ist hier. Ich habe eine Mission für Sie. Sofern die Effektivität des Verkehrsablaufs nicht erhöht wird, steigt täglich das Risiko, dass die gesamte Organisation kompromittiert wird. Lösung: Ein neues Verteilungszentrum muss entstehen. Ein Verteilungszentrum? Was ist das denn? Die Organisation Railroad bezeichnet Verteilungszentren als Unterschlüpfe. An diesen Orten werden Synths gelagert und dann sicher durch die Region Commonwealth weitergeleitet. Fahre fort mit Missionsinformationen.
Befrieden Sie den Zielort. Befestigen Sie die Position zum Schutz aktueller und künftiger Railroad-Posten. Das neue Verteilungszentrum trägt den Codenamen Unterschlupf Mercer. Viel Glück! Ich bete zu Gott, dass das Institut uns nicht findet. Zumindest nicht bald. Wenn man Synths aus dem Commonwealth schleust, können Ödländer ein noch größeres Problem als das Institut. Schön, dich bei uns zu haben. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal saubere Fingernägel hatte. Die scheinen wertlos zu sein. Die müssen wir also nicht mitnehmen. Desdemona. Okay, dann mal los. Pam. Setze Mensch-Maschine-Interface auf 100%. Guten Tag, Agent. Laut meinen Daten wurde Unterschlupf Mercer eingerichtet. Belohnung erteilt. Weitere Hilfe wird benötigt. Ich habe den Standort eines Geheimverstecks für verdeckte Operationen. Dort befindet sich Ausrüstung, die unsere Organisation benötigt. Die Railroad-Anführerin hat sie gebeten, das Geheimversteck vor Feinden in der Umgebung zu sichern. Erzähl mir mehr über die Mission. Das Geheimversteck ist verborgen, gemäß taktischer Gegenüberwachungsprotokolle. Mit diesem RFID-Gerät finden und entriegeln Sie das Versteck, sobald Sie in der Nähe sind.
Wie funktioniert das Gerät? Das Gerät identifiziert sie als Colonel Johnson der Defense Intelligence Agency. Colonel Johnson hat Zugriffsberechtigung auf sämtliche Militärausrüstung der DIA in der Region Commonwealth. Sie müssen das Versteck nur sichern. Die Ausrüstung werden von Booten abtransportiert. Beende Mensch-Maschine-Interface. Da lohnt sich nicht mal das Aufheben, Boss.